Wärme. Also normalerweise fischt man ja die Blätter, ne, mit dem Netz aus dem Pond. Jetzt weiß ich auch, warum der immer so lange unterwegs ist. Der macht alles mit dem Ding. Er holt sogar die Blätter aus dem Tümpel da. So, auf geht's. Wunderschönes Wetter, keine Wolke am Himmel. Genau pünktlich, hoffe ich. Auf geht's. Das verstehe ich halt immer desto nicht, ne? Wenn man es eilig hat und ein bisschen spät dran ist, dann funktioniert gar nichts. Und wenn man gut pünktlich wegkommt, also vor 3 oder 2 Tagen, da stand ich ja hier an jeder Ampel. Jede Ampel rot. Da hatte ich ja erwähnt, ja, wenn man gut Gas gibt und weiter, kommt man gut durch. Heute keine Ampel rot. Alles grün. Komm so durch. Ich habe gerade schon 5 Minuten rausgeholt, nur durch bis zur Autobahn. Verstehe ich nicht. So, ja, Unfall gibt es nicht. Und diese Construction-Zeit, da soll auch kein Stau sein. Alles kristall, klar, blau. Bereits 13 Grad. Gestern, auf dem Weg zur Arbeit zumindest, war es mal 19 Grad. In Hayward selbst 15, später 16. Ja, es wird wärmer, es wird definitiv Frühling. Es ist jetzt noch nicht so, dass Frühlingsgefühle krass hervor oder rausbrechen. Aber das steht auf jeden Fall auch an. Fast dieselbe Tageszeit wie gestern. Gestern ohne Ende Stau, 10 Minuten zu spät gekommen. Heute kein Stau, 36 Minuten zu früh da. Naja, besser zu früh als zu spät. Ich hätte eine halbe Stunde länger pennen können. Allerdings wurde mein Ausschlafen oder mein etwas länger Schlafen ja jäh unterbrochen durch den Laubbläser. Ich habe das Gefühl, der fängt immer genau vor meinem Fenster an. So, ich bin fast da und es ist erst kurz vor 1:30. Nice. So, Nachrichten habe ich gehört. Also die Anwälte von Trump, die haben es ja wirklich versaubeutelt. Unglaublich. Wunderschönes Wetter. Keine Wolke am Kaum Wolken am Himmel. Super sonnig den ganzen Tag. Morgen soll es angeblich einen Wetterumschwung geben und es soll regnen. Also noch steht für morgen nichts auf dem Programm und für Freitag auch nicht. Das wäre schön, 2 Tage frei zu haben vor dem krassen Wochenende, Valentine's Day. Uns wurde von der Schule sogar eine Person zur Verfügung gestellt, die uns am Ground ein bisschen hilft mit dem Beladen und Entladen der Gäste. Das ist nice. Ja, der erste Flug heute, Cross Country, Checkout-Flug. Der zweite Flug ebenfalls, Intro-Flug und dann der Nachtflug. Also alles nur R22 heute und schöne Flüge am Start. Außer der Intro-Flug ist es eigentlich kaum Arbeit. Nice. Auf geht's. Der erste Flug ist vorbei, war okay, 1,5 Stunden. Der zweite Flug geht jetzt los. Mit dem Helikopter, da ist der Tailrotor, die Pitchlings, die sind nicht so tight, wie sie sein müssten. Deswegen wollte die erste Kandidatin heute nicht mit dem Helikopter fliegen. Dann muss man den Helikopter noch wechseln. Und dann ist, so, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde rumgelabert. Egal, wir haben genug Fuel, alles ist fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, was der zu den Pitchlings sagt. Ja, wir müssen wirklich wieder zurück sein, denn der nächste Flug ist dann der Intro-Flug. Na, mal sehen, das kriegen wir schon. Auf geht's. So, der Flug mit Marty, der ist einen Monat nicht geflogen, war dementsprechend marginal. Dann sollte der Introflug stattfinden und ich fange ganz normal mit dem an. Geh zum Helikopter, kein Headset drin. Suche ich hier überall, kein Headset. Da haben die 44 weggeflogen und alle Headsets da reingepackt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die PG, die sollte dann kommen für den Nachtflug. 10:50 immer noch nicht da, rufe ich die an. Oh, habe ich vergessen. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Und sie wussten nicht was. Kommt nicht. Jetzt darf ich nach Hause fahren. Im übelsten Stau. Und der Introflug. Nur der Flug mit der Pagey hat nicht stattgefunden. Naja, der Inder, der Introflug-Guy, so ein Tesla-Angestellter. Der kam mit seinem Ferrari. Und zwar Ferrari 812 Superfast.
Er meinte, das wäre das schnellste Auto auf der Welt, bevor es dann in die Turbinenantriebe geht. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall bin ich mit dem eine Runde gefahren. Und das ist ein krasses Ding. Das zeigt dir die G-Forces an auf dem Beifahrersitz auf so einem Display. Das zeigt dir an in Blau. Ja, wir können doch nicht Vollgas geben. Und dann in Grün. Ey, und wenn man da auf das Gaspedal drückt, ey, das geht ab. So was habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und das hat so Sitze, so Schalensitze. Das hält dich so. Ey, das war eine krasse Tour, Mann. Ich blende mal ein Foto von dem Ding ein. Also das war das teuerste Auto, was ich je gesehen habe. Das hat er letzte Woche abgeholt. $650.000. Und da meinte, ja, er hätte Tesla-Stocks gekauft, als es $20 wert war. Und dann kürzlich verkauft. Also kostenloses Auto. Sein vierter Ferrari. Ja, Geld muss man haben. So. 2 Stunden brauche ich nach Hause, wenn ich jetzt losfahre. 5:30. Katastrophe. Verdient habe ich heute auch nichts, deswegen. Ey, fahren die mit den Headsets weg? Ich werde bescheuert. Eigentlich so. Den Boss angerufen und gesagt, ey, wo sind die Headsets? Der meinte, ja, müssten eigentlich 4 Headsets hier sein. Sind es aber nicht. So, 2 Stunden Heimfahrt steht an. Morgen frei, Freitag frei. Das motiviert mich trotzdem jetzt auf die Autobahn zu stellen. Mehr oder weniger. So, ja, aber der schickt heute noch Angestellte los. 4 Headsets kaufen und die dann hier zu deponieren. Ja. Und da meinte er noch, ja, alles, was er sagt, das wird sowieso nicht erledigt. Das meinte ich nicht. Sehr witzig. So, auf geht's nach Hause. So, als ich mit dem Ferrari durch die Gegend gefahren bin, da habe ich den gefragt, sag mal, wieso hast du denn keine Corvette geholt? Das ist ein gutes amerikanisches Auto. Der so, ja, Corvettes sind gut. Aber die kosten nur 60.000. Was soll das denn? Nee. Ich wollte das schnellste Auto, was es gibt. Ey, der ist hier runtergebrettert. Ey, gut, dass man den Ferrari-Bremsen genauso trauen kann wie dem Gaspedal. Der meinte, ja, das Ding, das will hart gefahren werden. Das mag es nicht, hier so rumzupullern. Na, ich werde den Typen aber bald wiedersehen für den Flugteil, der ja nachgeholt werden muss. Ja. Ab nach Hause. 2 Stunden, ey. Oh, ich bin ja nicht zu Hause. Ich dachte, ich komme heute gar nicht mehr an. 2 Stunden Stau. So, ich hätte ja gerne ein Video aufgenommen von meiner Ferrari-Fahrt. Aber gut. So, Essen ist so gut wie fertig. Hier, Bohnen. Nee, Spargel. This is not a fitting lid here. You don't have a fitting lid? I do, I don't know where it is. Reis. Oh, was ist das hier? Chicken? But the What's Ingwer? Yeah. The Indian sauce. It's the stuff we had. The Indian. The Indian chicken. Okay. Ja, ich habe From your Indian friend. heute 2 Bananen mit zur Schule genommen und eine war komplett matschig. Ich konnte null essen. Das heißt, ich habe wieder nur eine Banane und ein Müsli gegessen. Aber gut. Ging schon.